Jo, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute seht ihr schon, dass ich in einer etwas anderen Position stehe und nicht an meinem PC sitze, Leute. Und es hat auch was Kleines zu bedeuten, denn ich habe heute was ganz Besonderes für euch mal wieder dabei. Wie der ein oder andere von euch wissen, habe ich damals einen Vlog gemacht, wo ich ein paar Yeezys abgeholt habe. Wow, hier ist auf jeden Fall das erste Paar Yeezy von mir. Das ist der Yeezy Boost 350 V2 Beluga gewesen. Auf jeden Fall ein sehr nicer Schuh, muss ich sagen. Habe ich auch die ganze Zeit sehr gut getragen, Leute. Aber ja, wie gesagt, ich würde ganz gerne auch einen weiteren Yeezy haben. Ich habe im letzten Release leider keinen bekommen, wo die drei ganzen Sneaker rauskamen. Ja, die roten, der grüne, glaube ich, und der gelbe oder so. Irgendwie so auf jeden Fall. Jetzt vor kurzem kam der weiße Yeezy raus, Leute. Und ich habe natürlich wieder mein Glück probiert. Aber hier nochmal, um es ganz genau zu zeigen, hier ist nochmal der Yeezy Beluga von mir. Könnt ihr auch ganz kurz überprüfen, ob Fake oder so, weil er ist halt einfach kein Fake und ja. Also auf jeden Fall ein richtig nicer Sneaker. Sieht auch sehr gut am Fuß aus, Leute. Als ich natürlich wieder mein Glück probiert habe, bin ich wieder morgens um 9 Uhr oder so, ich glaube 9.45 Uhr aufgestanden, habe mich an meinen PC gesneakt, Leute, so wie glaube ich viele andere von euch auch, und habe natürlich wieder mich auf die Adidas Seite gesneakt und habe mein Glück einfach probiert. Natürlich PayPal-Konto und so weiter immer parat gehabt, und Leute, ich hab wirklich nicht dran geglaubt, aber dieses Mal, es hat einfach geklappt, ey. Boom, Benz, hier ist das fucking Adidas Paket. Ich bin mega glücklich, einfach, es hat einfach geklappt. Mein fucking Yeezy, den werden wir gleich zusammen auspacken. Aber Leute, ich habe nicht nur einen Yeezy bekommen. Nein, ich habe gleich zwei Yeezys bekommen. Ein Paket ist leider noch nicht da. Das kommt erst morgen an. Wenn ihr das Video seht, ist es schon da. Aber Leute, richtig nice Aktion. Wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall auspacken. In diesem Karton kommt dann das Ganze, der Schuh an. Auf jeden Fall der Adidas Yeezy Boost Oreo. Ist auf jeden Fall der schwarz-weiße, Leute. Ja, das ist der Karton, Leute. Ich würde sagen, wir packen den jetzt einfach mal aus. Ich habe natürlich wieder ein bisschen Unterstützung von meiner Schwester bei solchen Videos. Wie reicht das Ganze hier einmal auf? Komm. So, komm, zieh dich einfach mal ab. So, ist ein bisschen schwer, weil sie das Ganze hält und ich ziehe das Ganze ab. Jetzt machen wir das Ganze auf und oh mein Gott, Leute, ich bin schon gespannt. Wir sehen direkt einmal, oh Gott, wenn das Ganze jetzt noch einmal richtig... So, Leute, jetzt ist es ein bisschen einfacher für mich. Ich hoffe, ihr seht mich immer noch recht gut. Wenn wir das Ganze jetzt hier aufklappen, einmal, Leute, und zack. Oh mein Gott, Adidas Label und da sehe ich schon den Karton. Oh mein Gott, Leute. Wir sehen als allererstes mal hier Rechnung, Leute, Lieferschein und so weiter und so fort. Wie gesagt, sie hält das Ganze jetzt. Könnt ihr übrigens auch ihr Instagram mal auschecken, Leute. Ich verlinke euch das Ganze einmal. Hier sehen wir dann, kann ich irgendwas zeigen oder so, dass es nicht unbedingt so, ja, genau. Hier haben wir einmal die, ja, der Beweis, dass es kein Fake ist, Leute. Ich halte das Ganze einmal hier unten rein. Hier sehen wir dann Yeezy Boost, la la la. Ich denke mal, dass da jetzt nichts irgendwie bei ist, was wichtig oder so ist. Auf jeden Fall nice. Hier, Yeezy Boost 350 V2, Sea Black, White Black, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall kein Fake. Ist alles richtig, Lieferschein und so weiter. Ja, wie gesagt, morgen kommt mein zweiter davon an. Auf jeden Fall richtig nice. Gut, Rechnung brauchen wir aber erstmal nicht, Leute. Von daher erstmal weg damit. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Schuh. So, Leute, hier ist der eigentliche Yeezy Boost überhaupt. Ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt einfach mal hier, ich zeige euch erstmal den Karton. Hier sehen wir auf jeden Fall Yeezy Boost 350 V2. Richtig, richtig nice. Nun gut, Leute, das Ganze muss natürlich auch ausgepackt werden. Von daher würde ich sagen, checken wir erstmal das ganze neue System. Das ist ja hier etwas anders. Wir machen das Ganze einmal aus. Den Yeezy werde ich natürlich auch wieder tragen, Leute. Bedeutet, den anderen werde ich verkaufen. Wenn ihr da irgendwie Lust habt oder so, mir den abzukaufen, dann schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar oder schreibt mir einfach per Twitter oder Instagram privat. Dann könnten wir da auf jeden Fall irgendwas regeln. Ich kriege den Scheiß jetzt nicht auf. So, jetzt geht's. Oh shit, Leute. Ohne Scheiß. Ich bin da wirklich sah. Oh, nice, nice, nice. Sehen wir schon dieses Papier? Boah, Leute, kennt ihr diesen Geruch? Wenn es einfach, wenn wir sowas Neues, das ist einfach göttlich. Oh mein Gott, ich sehe ihn schon. Oh mein Gott. Oh shit, Leute. Da ist der Yeezy. Hier ist er.
Der Adidas Oreo. Oh mein Gott, wie geil. Das ist der Schuh, wenn er ankommt, Leute. Der Adidas Oreo. Auf jeden Fall, die Boost-Sohle ist auf jeden Fall nice. Ist schon mal, fühlt sich jetzt vom ersten Mal ganz nice an, wenn ich den jetzt in der Hand halte. Auf jeden Fall ein nicer Schuh, die Gummisohle. Er fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen. Was mir auch direkt auffällt, ist, dass hier die Schnürsenkel etwas anders sind. Das sind ganz normale Schnürsenkel irgendwie. Das sind nicht so, ja, so geriffelte Schnürsenkel wie bei meinen Belugas. Aber auf jeden Fall auch wieder hier so ein bisschen Polsterung für den Knöchel. Auf jeden Fall richtig nice. Hier haben wir natürlich die drei Adidas-Streifen, Leute. Ist einfach geil. Ja, Elvis, du rufst mich gerade mitten im Video an. Okay, willst du irgendwas an die Zuschauer sagen, Elvis? Ja. Dann sag. Ja, Junge, ich bin gerade am Überlegen. Ich bin aufgeregt. Folgt mir auf Instagram. So Leute, wenn wir auf jeden Fall jetzt beide in der Hand halten sind, das ist das wirklich einfach ein nicer Schuh. Ich denke mal, dass ich den nice kombinieren kann zu so meinem schwarzen Pulli, den ich zum Beispiel gerade anhab, und zu meinem weißen Longshirt und zu einer schwarzen Hose mal wieder. Black and White, Leute. Ist auf jeden Fall, glaube ich, der leicht kombinierbare Schuh von den Yeezys. Und natürlich der Pirate Black von den 1.0er. Ich meine jetzt von den 2.0ern nur. Ja, von den V2ern. Ist das, glaube ich, der leicht kombinierbarste Schuh. Was mir gerade auch so ein bisschen auffällt, Leute. Und zwar hier hinten sehen wir, dass da so ein bisschen so Naht und so weiter ist. Keine Ahnung, das hätte ich mich jetzt beim Fake, hätte ich jetzt gesagt, irgendwie so, yo, okay. Aber da der Schuh original ist, wundert mich das so ein bisschen, dass das so komisch verarbeitet ist. Aber ist bei meinem Beluga auch und von daher ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich. Das war's auf jeden Fall zu dem Schuh, Leute. Wenn ihr auf jeden Fall Bilder mit diesem Schuh sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall einfach mal meinen Instagram ab oder mein Snapchat und mein Twitter. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und ich würde mich auf jeden Fall freuen, da den ein oder anderen neuen Follower zu haben. Deswegen wäre es super cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. An der Stelle möchte ich mich einfach nochmal dafür bedanken, dass wir die 10.000 Abonnenten jetzt erreicht haben. Wir sind schon wieder auf dem Weg zu den 11.000. Das ist einfach so heftig, Leute. Dieser Support momentan ist einfach phänomenal. Dafür möchte ich mich einfach unnormal bedanken. Es ist einfach so krass, wie ihr momentan abgeht und da freue ich mich einfach so heftig drüber. Die Likes sind zwar so mittelmäßig noch, aber ich denke mal, wir steigern uns momentan langsam zu den 200 Likes pro Video und das ist einfach mega. Am krassesten ist die Unterstützung natürlich noch immer noch in den Livestreams, weil ich werde langsam zum Livestreamer. Ich mache natürlich immer noch meine Videos, aber trotzdem ist einfach die Unterstützung in den Livestreams am heftigsten und da haben wir einfach immer 100 Zuschauer, Leute, und das finde ich einfach nur heftig, Leute. Da einfach mal ein riesen Danke. Danke für 10.000 Abonnenten. Das 10.000 Abonnenten-Special wird auf jeden Fall noch online kommen, Leute. Checkt das auf jeden Fall dann auch aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut da rein. Bis dann und ciao.